Hey Leute, heute gibt's für euch 5 Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr mit Pike climben wollt. Für diejenigen unter euch, die es wirklich ernst meinen, gibt's am Ende des Videos noch einen kleinen Bonus. Kommen wir also gleich zum ersten Tipp, und zwar der Sprungreichweite eurer E-Fähigkeit. Die E hat eine feste Distanz von 550, doch wenn ihr mit der E-Fähigkeit in eine Wand springt, oder besser gesagt an eine Wand, dann springt Pike teilweise darüber, und das ist enorm wichtig für euch. Irgend so ein Lappen chaset euch und ihr müsst entkommen. Wählt einen Weg über eine Wand, der sehr riskant erscheint, doch alles, was der Gegner meist übrig hat, ist euch mit einem Flash zu folgen, und der hat nur eine 400er Reichweite, was nicht mal annähernd an den majestätischen Sprung von Pike rankommt. Easy Escape also, und sollte es mal ein Engage mit der E sein, dann könnt ihr das in solchen Momenten natürlich auch sehr geil nutzen. Meistens noch kombiniert mit einem Flash, bietet sich meistens in der Mitte an. Klaut den Gegner auch so ruhig mal einen Red Buff, denn das könnt ihr mit diesem Sprung natürlich auch machen. Tipp 2 dreht sich um die Hooks, und zwar wie ihr ganz einfach mehr treffen könnt. Wir hassen es alle, ne? Der Gegner kann gut dodgen. Im Prinzip glaubt ihr, dass ihr niemals einen Hook trefft. Doch was wäre, wenn ich euch jetzt sage, der Mensch hat da eine leichte Angewohnheit, die ihr euch zunutze machen könnt. Wenn ihr mit einem aufgeladenen Hook in die Richtung des Gegners lauft, dann wird er so gut wie immer, außer er ist ein totales Mastermind, in die Richtung laufen, die entgegengesetzt eurer Blickrichtung ist. Sagen wir, du schaust links runter, dann wird der Gegner nach rechts dodgen. Umgekehrt, du schaust rechts hoch, von mir aus, dann wird er meistens eher nach links dodgen. Klingt nach einem Wischiwaschi-Tipp, und es wird natürlich nicht immer klappen, aber probiert es ruhig mal ein paar Spiele lang aus und seid überrascht, wie gut es doch funktionieren kann, wenn man bewusst hookt. Weiter geht es mit Tipp 3, der rein für die Lane gedacht ist. Nutzt ab und zu eure W-Fähigkeit und bleibt dann einfach stehen oder bewegt euch zu einem Spot in der Lane, von dem der Gegner überhaupt nichts weiß. Also ihr könnt praktisch in die Alkoven runter, dort dann einfach stehen bleiben. Wichtig ist, dass ihr weiterhin in der Reichweite des Gegners seid. Für nur 50 Mana in der Lane könnt ihr so total einfach Druck aufbauen, weil der erste Impuls des Gegners sein wird, dass er wegläuft. Er weiß nicht, wo ihr seid, er rennt erstmal weg, einfach um sicher zu sein. Sollte irgendwann mal dann doch die Situation für einen Engage gekommen sein, dann wird der Gegner weniger Respekt vor euch haben, weil ihr habt das jetzt dann locker schon 4-5 Mal in der Lane durchgezogen und habt nie engaged. Und jetzt ist der Moment gekommen, weil er natürlich glaubt, ihr verarscht ihn weiterhin, und dann zack, Kill, fertig. Damit sind wir schon bei Tipp 4, und viele Pike-Spieler wird das gar nicht so wirklich in den Sinn kommen. Ihr bekommt über eure Kills super viel Gold. Wir sind locker schon 25. Minute an unserem Maximum. Warum sollten wir nicht ab und zu vorher mal 650 Gold in die Hand nehmen und eine Stopwatch mitnehmen? Der Kerngedanke sind die ultra riskanten Plays, die man immer wieder gefühlt machen muss. Na, man denkt sich einfach, wow, da ganz hinten, da ist der ADC, der hat kein Leben mehr, aber ich muss irgendwie an allen vorbeikommen, und dann nutzt du alle Fähigkeiten, um dran vorbeizukommen, und was machst du dann? Dann stirbst du normalerweise. Die Stopwatch nimmst du dir dann mit, damit kaufst du dir ein paar Sekunden, damit dann die Cooldowns von der E beispielsweise, von der W, wie auch immer, ein klein bisschen überbrückt werden können, oder das Team, das natürlich in der Zeit zu dir kommen kann, wenn denn nötig. Und damit kommen wir zum letzten Tipp in diesem Video: Nutzt eure E und eure W, wenn ihr aus der Base raus auf eine Lane lauft. Ihr braucht das Mana nicht unbedingt auf der Lane, und es regeneriert sich auch zu weiten Teilen wieder auf dem Weg dorthin. Der Unterschied davon, seine Fähigkeiten auf dem Weg zur Lane zu nutzen, kann ein paar Sekunden betragen. Ohne Schuhe, ohne alles, einfach nur diese zwei Fähigkeiten, beträgt der Unterschied schon mal 4 Sekunden. Doch diese paar Sekunden machen dann den Unterschied, eine Situation noch entscheiden zu können oder einen Gegner straffrei backporten lassen zu müssen. So, und jetzt kommen wir noch zum kleinen Bonus, den ich heute im Video für euch mitgebracht habe. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu einer Datei mit weiteren Tipps zu Pike, teilweise auch etwas normalerer Natur. Ihr könnt diese dann euch lockerflockig ausdrucken, neben dem PC legen, und wenn ihr wirklich an euch arbeiten wollt, dann arbeitet ihr hier einzelne Punkte ab und versucht, die in euer Gameplay mit einzubinden. Und dann könnt ihr nebenbei noch den Kanal abonnieren, eventuell ein Feedback zu dieser Idee geben, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!